Hallo zusammen. Nach meinem letzten erfolgreichen Materialraubzug wegen den Buchenbrettern, ich mache euch hier mal den Link, den habe ich euch ja schon gezeigt, habe ich heute wieder Riesenglück gehabt und habe dank einer netten Firma in Nürnberg mit einem noch netteren Chef die Möglichkeit, dort an denen ihre Produktionsreste ranzukommen. Und wie man Reste definieren kann, das zeige ich euch mal hier. Guckt mal hier. Das hier sind ganz hochwertige Sperrholzplatten. Ganz wenig. Und zwar sehen die so aus. Hier sieht man in der Mitte, wo die ihre Teile rausschneiden, die sie brauchen. Und es bleibt immer am Rand bleiben solche Teile übrig. Hier. Und wie gesagt, da hinten seht ihr den Stapel. Das ist das Holz, das ich verwende, wenn ich stabile Sachen bauen muss. Als Beispiel kann ich euch hier mal den Link machen zu meiner Lackdosenschüttelmaschine oder auch, was ich als letztes gebaut habe, die Schwebebalken für meinen Enkel. Da mache ich euch auch mal den Link hin. Das Material ist einfach sensationell. Das gibt es in verschiedenen Stärken. Ich schaue mal, ob man euch das zeigen kann. Das hier ist alles, ich denke mal so um die, ja, 18 mm ungefähr. Dann ist hier, das ist dünner. Das sieht man hier, das hat vielleicht so 15. Da ist eins vielleicht mit 11. Also es gibt es in ganz, ganz verschiedenen Stärken. Und ja, jetzt heißt es dann alles einmal zersägen und die Teile, die man nicht braucht, entsorgen und den Rest als Bastelholz wieder herrichten. Kleinen Stapel, der hier ist, brauchbare Teile machen. Ach, Strom brauchen wir auch noch. Das hier sind die ganzen Abfallteile. Das hier ist Kleinholz, also Holz, was man so für kleine Sachen brauchen kann. Und hier vorne stehen die schönen Teile. Das ist einfach Bastelholz vom allerfeinsten. Ihr könnt mal nachgucken, was beim Baumarkt so ein Stück Sperrholz kostet. Da wäre er wahrscheinlich blass. Ja, und Arbeit haben wir noch gerade genug. Man sieht, ein Teil von dem Haufen ist jetzt schon abgearbeitet. Ich denke, ich habe so ungefähr ein knappes Drittel jetzt in 5 Stunden weggearbeitet und der Rest, ja, der steht mir noch bevor morgen. Ciao.